Miep, 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 miep. Ich muss mehr so. Was macht's ihr so? Au! Bist du ein bisschen dran, zusammenrücken? Ich hab kein. Wo? Ja, mach dir nicht so fett. Ich hab. Kann man alle sehen? Papa, was ist los mit dir? Okay, komm. Hallo, mein Lieben. Soll ich das auch sagen, oder? Ja, du kannst auch winken. Hallo, mein Lieben. Okay. So, aber jetzt wieder. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video in einer neuen Konstellation, wie ihr sehen könnt. Constellation. Constellation ist kein Wort. Ja, wie ihr seht, ist der Papa hier und der Patrick. Also die einzigen zwei Männer, die in diesem Haushalt wohnen. Und ich habe mir gedacht, testen wir sie mal, ob sie uns kennen, uns Frauen. Und ich werde ihnen heute einige Frauenprodukte zeigen und dann bin ich mal gespannt, ob sie es erraten können, was es ist. Sicher. So, dafür gehe ich jetzt aber raus und ich lasse euch ein bisschen näher ran zusammenrutschen und... Googeln. Nicht googeln, natürlich. Also. Los geht's. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, soll ich mit was Einfachem beginnen oder was Schwerem? Schwer. Ich beginne mal mit was Einfachem. Okay? Okay. Was ist das? Was ist das? Das ist für die Augen. Ja. Verkehrt, wie für die Augen? Für. Nein, nicht für Wimpen. Für, oh ja. Für ja. Falsche Wimpen, oder? Das ist, ja, mega einfach. Ja, lass den Patrick, der weiß das. Patrick, was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas für Wimpen. Ja. Nägel schneiden kann man nicht mitnehmen. Nein. Genau. Jeder Patrick weiß. Für was ist das gut? Haare schneiden, ne? Die Wimpen schneiden, oder? Ja, welchen Sinn hat es, seine Wimpern zu schneiden, ja, bitte. Ja, Wimpern richten dann irgendwie so. Das ist wie bügeln. Nein, wieso? Pressen. Hat man Wellen in den Wimpern? Pressen. Wie nennt sich das Wort? Wie heißt das? Das ist Wimpenschere. Mega easy, habe ich es euch gemacht. Wie heißt das? Ist der Name easy? Ja. Okay. Ich gehe nur die Marke aus, sonst... Ja, weil es draufsteht. Wow, du kannst lesen. Wimpern? Schere. Zange. Ah, logisch. Schere, Zange. Wieso Schere? Man schneidet damit nichts ab. Man wellt die Wimpern, damit sie schön nach oben gebogen sind. Das ist Wahnsinn. Okay? Also, dass es nicht so ist, sondern nach oben? Damit es nach oben gerichtet ist, wenn man sie dann tuscht, dass sie schön gewellt nach oben richten. Darum das angenehm. Ja, also gut. Das habt ihr so halben Punkt. Das ist wie ein Beißkorb. Ja. Okay, das war... Das heißt, wir haben nicht erraten, oder doch? Der Party hat gewusst, oder? Ich hab gesagt, wir müssen die Wimpern. Ja, das habe ich auch gewusst. Ja, also einen halben Punkt. Okay. So, ich gebe euch jetzt was in die Hand und ihr müsst sagen, was das ist. Augen zu, oder wie? Nein. Also, jeder kann eins haben. Warte, steht hier. Nein, warte einen Moment. Schaut mal, so schaut das aus. Die Ohren? Nein. Das wäre so große Ohrenlöcher. Was ist das? Wann hast du das vorhin? Ah, warte mal. Ja, nicht. Zu viel ist, oder? Was ist das? Patrick, komm. Das ist für die Ohren? Nein. Oder das ist für die Augen? Nein. Ich habe mir das noch nie gekauft, weil ich nicht so ein Luxus-Girl bin. Das ist Luxus? Das kommt aus, ja. Nein, aber was ist das? Nein, aber man braucht es nicht unbedingt. Man aber das Fischstäbchen anstatt diese was Fischstäbchen. Ist das? Fischstäbchen. Keine Ahnung. Was ist das, Patrick? Was soll ich sagen? Ich würde sagen, es ist zum Abschminken. Eine Kokainschale. Oder für die Farbe zum... Nein. Zum Auftrag. Nein, okay. Nein. Für die Nase? Nein. Es ist das hier. Ah, jetzt wissen wir auch. Warte. Es ist das hier. Make-up-Korrekturstäbchen. Das habe ich richtig gesagt. Nein, es ist, wenn man zum Beispiel sich verschmiert oder ja. So. Das hast du nicht gesagt. Und hast eine Handbewegung gemacht. Ich habe gedacht, du meinst, damit man sich damit schminkt. Aber nein.
Ja, so oder so. Also ich verwende immer die normalen Ohrstäbchen, aber wenn man ein Luxusgirl ist, dann gönnt man sich Make-up-Korrektur. Okay. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Ja, okay, stell mir eine Frage. Wozu ist das spitz und das breit? Diese Spitze ist eher für unter dem Auge, wo es spitz beim Augenwinkel ist, wo man halt jetzt mit dem fetten Ohrstäbchen, also genau, wenn man, nein, in der Mitte des Auges, in den Auge oder was? Ja, und das andere nutzt man eher so zum Verblenden oder so, so außen. Ja, genau. Zum Übertragen, dann habe ich nicht gesagt. Zum Übertragen, zum Verblenden. Kriegen die keine halbe Hund? Okay, was ist das? Das weiß ich. Das ist eine Menstruationstasse. Oh! Ah! Was ist damit gemacht? Was ist auf der Nase? Ist es sauber? Ja. Wurde verwendet? Nein. Oder alles gut? Ja. Ey, dann ist fertig! Okay, was ist das hier? Was? Das ist von Playmobil. Ja. Das ist ein... Was ist das? Handgranate. In Call of Duty, keine Ahnung. Was ist das? Komm, das ist jetzt einfach. Was? Knallfrosch zum am Boden werfen? Nein. Chicken Wings. Chicken Wings, Keule. Nein, ich bin Keule. Chicken Wings, Keule. Komm schon, Jungs. Ein bisschen mehr Power. Aha. Es riecht? Na. Das riecht. Nein, kein Gitter. Ah, das ist Plastik. Was kann man damit machen? Da ist irgendwie eine Flüssigkeit drin, oder? Das ist der... Warte, ist schon warm. Irgendwas für die Arme, oder? Ach, geht ja nicht für die Arme. Na komm, was kann es sein, wenn da eine Flüssigkeit ist drin? Das schaut aus wie... wie heißt diese Chips? Jumpies, oder? Jumpies. Jumpies. Na, der Bartig hat sich schon richtig gesagt, da ist was drinnen. Das ist nur eine Hülle. Da drinnen ist irgendwie, es kann alles drin sein, so ein Öl oder... Alles drin sein? Es kann etwas für die Augen sein, aber es kann auch fürs Gesicht sein, für auf trockene eine, Haut. Also das ist eine Überraschungsdingsbums oder was? Man erfährt danach, oder? Wenn das nein! Da braucht man sehr viel. Ja, für die Haut einfach. Ich habe zum Beispiel wer das hier. Ich habe Vitamin C-Konzentrat, aber man kann da mehrere... Wie machen wir auf das ganze Haut? Wieso, man schneidet das auf, Schatzi, da kommt was raus, wie ein Öl oder was auch immer. Auf die ganze Haut? Mit dem? Aufs Gesicht, die also. Haut auf dem Gesicht. Für Babys, das ist ein kleines Gesicht. Nein, das ist sehr reichhaltig. Das reicht für einen Auftritt. Ach so. Ach Gott. Einmal das ganze Gesicht. Für einmal das ganze Gesicht reicht das, ja. So ein Kugelchen fürs Gesicht. So, dann ein vielleicht schweres Gerät, was ist das? Scheiße. Weißt du es? Keine Ahnung. Das hast du nächstes Mal verwendet, glaube ich. Wie Bremspedale oder irgendwas. Ein Parfüm, oder? Nicht so. Das hat einen Mechanismus. Okay. Es hat mehrere Aufsätze, aber ihr müsst es mit diesem Aufsatz erraten. Was ist das? Kein Thermometer. Schaut die mal an, schau mal, was er macht. Wo schaltet man das ein? Das kann man nicht so einschalten. Die Zahnleitung hast du uns nicht gegeben. Ja, was könnte das sein? Ihr müsst das ist ein Elektroschocker, gell? Ah! Na komm, Baba. Ihr müsst es wieder aufsetzen. Das verwendet man mit dem da. Was? Nein! Mit dem, Baba, komm schon. Mit dem? Ja. Komm, du weißt es. Ich weiß es nicht. Ja, wie verwendet man das? Wie der heißt? Das ist ein Bügeleisen. Ja! Das ist so Durchschnittsbildertipp. Das ist ein Bügeleisen. Ja, das heißt. Wie nennt man das? Bügeleisen? Bügelhaut? Nein, was oh, bügelt? Das brennt! Nein, das kann nicht brennen. Nein, das wäre nicht. Das ist nur mit... Mal mal. Galvanik. Was ist das? Bügel? Ich weiß es nicht, ich ein Bügel. Aber was... Hautbügel. Aber was bügelt man? Das Gesicht. Ja, aber warum? Was denn? Damit keine... Falten, ja, ein Faltenbügler ist das. Na, dann haben wir den Punkt gewonnen. Aber das ist schon komisch, oder? Ja, das mit Strom. Ein Teilstrom. Also es geht nur mit Wasser los. Geht nur mit Wasser los. Stromschläge? Das geht nur wenn die Hand so, flüssig okay. ist, wird's, geht's los. Man kriegt so Stromschläge oder was? Ja, genau. Auf die Zunge. Auf die Zunge? Nein, gib her. Das war aber schwer. Ja. Okay, dann das hier. Puh! Viel Spaß. Oh, eine Schlange! Was könnte das sein? Für Notizenzettel zum Reingehen? Genau. Das ist für die Haare. Ja, aber was genau für die Haare? Man kann es einen Zopf irgendwie machen, ne? Ja, was für ein Zopf? Ja, keine Ahnung.
Gerollte Zopf. Gerollten Zopf. Irgendwas. Aber das ist gut für die Haare, das ist eigentlich gar nicht mal so. Also mit dem. Das ist ein Headset. Früher hat es so Ohrringe gegeben, die so ausgeschaut haben, weißt du noch? Auf schwarz. Ah. Nein, das ist so, mit dem macht man sich ein Dutt. Das ist so ein Bann hier, so ein Knödel. Und mit dem fixiert man das. Anstatt ein Gummiring. Das wickelt man dann so rein. Das ist das beste Tutorial hier. Warte. Das hier. Na, ah, das ist leicht. Ach so. Das ist der Pflaster, Fußpflaster. Njop. Wenn den Schuh. Nein. Wenn der Schuh zu eng ist, oder? Nein, es ist kein Fußpflaster. Ja, Gesichtsmaske irgendwie so. Ja, aber für was? Ah, ich weiß! Nein. Okay. Bettenflügel, keine Ahnung. Keine Ahnung? Schnurrbart, oder? Wo könnte man das raufkleben? Ins Gesicht. Ja! Das passt. Kommt schon mal hin, ja? Wenn man sich rasiert und dann aufschneidet, kann man das drauf kleben? Ja, nein. Das ist zu groß, oder? Das macht keinen Sinn. Nein. Vielleicht keine Ahnung. Komm schon, ich habe das auch schon mal getragen. Für die Augen, ne? Ja, aber nicht für die Augen. Das hat irgendeinen Sinn. Das hat irgendeinen Sinn. Auch das in der Nacht getragen, ich habe dich nie gesehen. Du schaust mich auch sehr genau an, wahrscheinlich. Das ist so ein Mit-Ess. Ich habe noch nie im Haus gesehen, dass du so herumrennst. Irgendwo. Es ist ein Mitesser. Ah, wenn die Frau zu viel spricht, oder? Das ist für Mitesser, Schatzi. Für was? Für Mitesser, für diese Punkte hier. Diese schwarzen. Das klebt man sich dann entweder auf die Nase oder hier so. Auf die Stirn oder hier ich unten am Kinn. Na. Ah, nichts habt ihr. Nichts habt ihr Ahnung von mir. Deswegen geben die Frauen so viel Geld aus. Reicht ja. Ein Gehalt nicht. So, was so ist das? Ich glaube, ich weiß es. Was? Eine Gesichtsbürste. Ja, du bist ja gar nicht so doof. Danke. Aber es hat auch einen anderen Zweck. Man kann es auch für was anderes nutzen. Also. Als Handy zum Problem. Nein, aber das ist schwierig. Aber Gesichtspeelings, Reinigungsgedings, da ist eigentlich eh gut. Man kann auch seine Pinsel da drauf waschen. Schon ein bisschen wie eine Bremse am Kopf hat. Okay. Das war jetzt. Ja. Ah, für Brustnippel? Nein, oder? Warte, das ist die so, gibt es runter von der Stirn, macht die Augen kurz zu, okay. Und die Hand rausgestreckt. Ich habe Angst. Ich muss es kurz in die Kamera zeigen. Mal so unbedingt meine Arme. Patrick, macht die Augen zu. Was ist das? Hey, hat zwei schon bekommen? Ah, okay. Okay. Ist eine Creme. Ja, wir schauen an, was das ist. Mach auf die Augen, aufmachen. Hat er mal hier hingeschissen, oder was? Zeig mal, wie schaut das aus? Was ist das? Das ist gut. Was? Deine Nase kaputt? Ich weiß nicht, bei Schokolade. So ein Alkohol, das ist Bräunungscreme, oder? Hey, wow! Der Papa. Ja, Mann. Und jetzt? Soll ich mir das Gesicht brüllen oder was? Das wird das sicher braun, die Hand. Korrekt. Servus! Der Papa geht hier aus. Eine für dich, eine für mich. Sparen. Wer das jetzt so ekelhaft. Schau, wie das aussieht. Ja, damit man schön braun wird. Weiß ich nicht wo. I love you. Ich glaube, was du machst, ist schon richtig, glaube ich, oder? Fürs Geld zählen. Wie Geld zählen? Machst du feucht und dann. Nein, es ist kein Briefmarkentuch. Das ist dieser Make-up-Schwamm. Es ist nicht der Make-up-Schwamm, nein. Wieso hat er so Löcher? Ist zum Aufhängen?
Nein, diese Loch ist dafür da, dass man ihn greifen kann. Ach so. Greifen kann? Oder nur Frau im Finger passen. Nicht doch, was glaubst du, dass das ist? Okay, man. Okay, dafür ist nicht gern. Wo könnte man den reingeben? Zum Schminke? Ich habe es noch nie verwendet, aber es ist ein Frauenprodukt. Es ist nichts fürs Gesicht. So. Soll ich euch helfen? Es ist eher für den unteren Bereich. Es ist ein, weiß nicht, Mumu-Schöner oder was? Was Mumu, was? Schön, das ist schön aussieht. Das ist daneben. Das ist ein Tampon. Also, was? Das ist ein Tampon. Das ist ein Tampon? Das ist ein Soft-Tampon. Wie, man macht so keinen Unterschied? Oh, Entschuldigung. Das ist so ein Soft-Tampon. Da steht, halt eure Köpfe, muss ich kurz weg. So, was ist das? Das ist ein Tampon für Frauen, die zum Beispiel schwimmen wollen und... Ja, wie machen wir denn das rein? Wurscht. Gibt's da Bilder? Interessiert schon. Man machst du so, oder? Ja, aber... Dann, also so, hä? Und das mit dem Finger was? Ja, damit man ihn schnappen kann. Schau, da ist ein Finger. Achso, dann nimmst du es wieder so raus. Einfaches Entfernen. Schon, drei Stück. Das heißt, man kann dreimal schwimmen gehen. Aber wieso braucht man das beim Schwimmen? Kommt ja kein Wasser rein, oder? Was? Wenn man die Tage hat? Achso, wenn man die Tage hat, okay. Ja. Wieso sollte man es auch verwenden? Keine Ahnung, dass kein Wasser reinkommt, oder was? Ja, genau. Also so ein Stöpsel, oder was? Dann das hier. Das ist ein Parfüm, oder? Was ist das für eine Scherze? Mach mal auf. Kann man es aufmachen? Nein. Oder? Nein, das kann man nicht aufmachen. Schraub mal an. Nein, nicht aufschrauben. Das ist so zusammengebaut. Das ist klar so. Ich schaue wie Karpen aus. Wie Kapern? Okay, nein. Das ist Augenmassage. Hä? Gescheiter Papa. Hä, wo weißt du das? Keine Ahnung, ich habe geraten. Wie massiert denn das? Ja, das macht man eine Creme drauf und dann tut man sich mit diesen unter dem Auge ein. Angenehm. Aber wie viel Zeit soll man haben, das alles zu machen? Beim Schwimmen muss man das reinschieben, das muss man noch hier machen. Wer schön sein will, muss leiden. Jetzt weißt du mal, was ich so lange im Badezimmer mache. Ach so, das heißt, wenn wir. Gegen diese Augenringe. Deswegen das war ja. Ihr zwei Experten. So lange, wenn wir rausgehen? Ja, genau deswegen. Wir gehen ins Kino. Beeil dich, wir haben ein Ticket für morgen gekauft. Okay. So. Ist aber nicht mehr zum Kaugummi. Ich weiß, was das ist. Was? Das sind Wachs. Stein. Nicht auseinander. Für die Mumu, oder? Für die Mumu? Nein! Für die arme Patrick. Was denn? Für diese Bereich unten? Nein. Oder einfach nur so wechseln. Für Schnurrbart! Oder? Es gibt Frauen mit Schnurrbart. Fürs Gesicht! Man hat ja nicht nur am Schnurrbart Haare, sondern man aber hat ja. Das gut. Man hat ja auch an den Augen. Wer macht dann? Ja, kann man. Für das ist es auch da. Das schaut aus wie keine Ahnung. Nein, nicht die ganze Augenbraue, du. Zum Formen, Schatzi. Da kriegst du eine schöne Form mit dem. Alles auf eine Form. Für die Mitte, wenn die Monobraue oder so. Weißt du, für die Mitte oder für... Ich dachte, das ist für unten nicht. Na, da gibt's größere. Ach so? Du bist ja zum Schwammel mit dem kleinen unten rum. Hä, hab ich das vergessen? Ach so. Hast du eine Werkzeugkiste dort, oder was? Das letzte jetzt. Das letzte, okay? Wieder die Augen zu, bitte die Hand ausstrecken. So, Augen zu, ja. Dann musst du die Hand zumachen. Wer, was ist das denn wieder? Was soll man jetzt machen? Riechen oder? Ja, riecht's mal dran. Warte, ey. Ja, also ich darf meine Augen nicht aufmachen. Okay, könnt ihr auch aufmachen. Gold. Oh nein! Auf die Hose. Nein, ich hab's eh, ja. Was ist das, hä? Ja, was ist das? Keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Ein Goldfisch. Ja. Fix, oder? Fix, oder? Das ist Gesicht. Ja. Das ist für Augen, damit dieses Augenrand
Augenringe. Verschieden. Ja. Nicht? Ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, gegen Augenringe. Aber das ist so ekelhaft. Wie kann man das jetzt machen? Das ist voll angenehm, wenn man das unter dem Auge hat. Ja. Wenn man so dicke Augen hat und dann klebt man sich das da drunter, dann ist das... Hättest du gewusst? Nein. Au! Du hast einen großen Po. Pass nicht rein. Au! Au! So. Ja, meine Lieben, der Papa und der Patrick haben sich echt gut geschlagen. Also der Patrick hat fast nichts gewusst. Und der Papa... Hat's gerockt. Bist du es dann auch mal mit deinem... Ja, ich war so viel gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich, oder wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen für mehr Videos mit Patrick. Wir haben auf jeden Fall Lust, ein Video zu drehen. Wer kennt mich besser? Mein Mann oder mein Sohn? Das wäre, glaube ich, auch lustig. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann gebt dem Video Daumen nach oben. Und was sagst du zu sagen? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!